Hallo zusammen und willkommen. Bei diagnostizierter oder vermuteter Depression greifen viele Betroffene direkt zu Antidepressiva und Psychotherapie. Doch nicht immer ist die chemische Keule zur Bekämpfung der Symptome wirkungsvoll und sinnvoll. Die erste Maßnahme sollte immer auf der Umstellung der Lebensweise beruhen. Eine Supplementierung mit entsprechenden Nährstoffen kann als zweite Maßnahme für die perfekte mentale Balance sorgen. Bevor du also zu vielfach umstrittenen Pillen greifst, zeigen wir dir im heutigen Video ein paar Tricks für die Wiederherstellung deiner Lebensfreude und Vitalität. Los geht's! Nummer 1. Eine gesunde Ernährung ist das A und O. Ein problematischer Nebeneffekt von Depressionen sind mögliche Appetitlosigkeit oder die Lust auf ungesundes Fastfood. Gerade durch die daraus resultierende Mangelernährung kann sich die Depression weiter verschlimmern. Zucker, Kohlenhydrate, Transfette und chemische Zusatzstoffe wie Farbstoffe haben in einer gesunden Ernährung absolut nichts zu suchen. So schwer das auch fallen mag, wenn du unter Depression leidest, solltest du dir einen Ernährungsplan erstellen und auf gesunde Lebensmittel setzen. Frisches Gemüse, Obstproteine, Omega-3-Fettsäuren und viel Wasser bilden die Zutaten für die perfekte, ausgewogene Ernährung. Vermeide Fastfood, Cola, zu viele Kohlenhydrate und prozessierte Fertignahrung. Nummer 2. Vermeide Nikotin, Alkohol, Koffein und Drogen. Die eben genannten Genussmittel arbeiten im Kopf eines Depressiven gegen sein Bemühen, ein normales Leben zu führen. Alkohol, besonders der übermäßige Konsum, richtet im Gehirn und in nahezu allen anderen Organen bekanntlich nur Unheil an. Koffein und Nikotin sind Nervendrogen. Sie beruhigen zwar zunächst scheinbar die Nerven, dabei muss jedoch erwähnt werden, dass sie die Nervosität zuvor erst selbst verursacht haben. Sollte dir der Kampf gegen eine Depression ernst sein, solltest du auf alle Fälle auf die genannten Stoffe verzichten. Nummer 3. Lithium-Orotat kann helfen. Lithium ist ein Spurenelement, welches sich natürlicherweise im Wasser und in zahlreichen Lebensmitteln befindet. In der Psychiatrie ist Lithiumcarbonat ein gängiges Mittel, um bipolare Störungen, Depressionen und Zwangsstörungen zu lindern. Das Problem? Lithiumcarbonat muss aufgrund der schlechten Bioverfügbarkeit in hohen Dosen eingenommen werden und kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Lithium-Orotat hat hingegen eine viel bessere Bioverfügbarkeit und kann daher in viel kleineren Mengen zu sich genommen werden. Das Supplement ist überdies rezeptfrei erhältlich. Zahlreiche Studien belegen eine beruhigende Wirkung auf den Geist. Weitere Studien haben außerdem bewiesen, dass Lithium bei der Neuverknüpfung von Hirnzellen aktive Arbeit leisten. Nummer 4. Versuche es mit Meditation. Die eigenen Gedanken sind oft des Depressiven größter Feind. Die Flut der Gedanken kann über einen hereinbrechen. Oft bleiben dabei besonders die negativen Gedanken hängen und man verläuft sich im Irrgarten der Finsternis. Richtig angewandte Meditation kann dabei helfen, deinen Geist zu klären und einfallende Gedanken einfach durchzuwinken oder sie zu ignorieren. Im Netz finden sich dazu zahlreiche einfache Anleitungen. Nummer 5. Betreibe regelmäßig Sport. Regelmäßiges Sporttreiben sorgt für eine erhöhte Ausschüttung von Endorphinen. Schon eine Stunde pro Woche genügt, um Depressionen vorbeugen zu können. Bist du bereits depressiv, kann eine intensive sportliche Betätigung auf wunderbare Art und Weise dazu beitragen, die Depression zu bekämpfen. Ob Schwimmen, Joggen, Krafttraining oder Fußballspielen, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wenn du aber ein Sportmuffel bist, kannst du auch jeden Tag eine Stunde gemütlich spazieren gehen und frische Luft im Park oder im Wald schnappen. Sport muss nämlich nicht immer anstrengend sein. Das Wichtigste ist, den Kreislauf in Schwung zu bringen und täglich für eine Weile aus dem Alltagstrott auszusteigen. Nummer 6. Psilocybin kann helfen. Vorab: Psilocybin, nicht jedoch die halluzinogenen Pilze explizit, sind in Deutschland nach wie vor als nicht verkehrsfähige Substanz deklariert und somit verboten. Studien der Hopkins University ergaben jedoch, dass die einmalige Einnahme von Psilocybin bemerkenswerte Effekte auf die mentale Gesundheit hat. So bleiben Depressive nach der Einnahme bis zu 6 Monate symptomfrei und hatten während dieser Zeit keinerlei Depressionen. Auch zeigte sich, dass die Synapsen im Gehirn neu verknüpft und sich mit anderen, zuvor unbeteiligten Synapsen verbanden. Wie gesagt, Psilocybin ist in Deutschland verboten und der Konsum kann daher nicht empfohlen werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.